Was passiert diesen Sommer beim VfL Bochum? Bochum hat mit dem 13. Platz eine sehr stabile erste Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg hingelegt. Das ist natürlich auch anderen Vereinen nicht entgangen und so konnte man mit Polter, Leitsch und Bella Kotschap insgesamt Einnahmen von 15 Millionen Euro generieren. Ablösefrei sind mit Pantovic, Tesche, De Kali, Weiland, Lokadia, Bockhorn und Blum auch einige Spieler gewechselt, während die Leihen von Rex, Bejay und Löwen beendet sind. Mit Römling steht ein weiterer Leihspieler des letzten Jahres vor dem Abgang, während Jugendspieler Hartwig und Stürmer Janvula auch Interesse von anderen Clubs nachgesagt wird. Wer viel abgibt, muss im Normalfall auch viel holen. Mit Staphylidis und Förster wurden bisher allerdings nur für zwei Spieler minimale Ablösen gezahlt. Dennoch konnte der Kader darüber hinaus mit Spielern wie Hofmann, Stöger, Osei Tutu und Goralski verstärkt werden. Mit der Leihe von Janko kommt ein neuer Rechtsverteidiger, während Leihspieler Ordetz die entstandene Lücke in der Verteidigung schließen soll. Bei Gerüchten um weitere Neuzugänge sieht es aktuell beim VfL aber eher mager aus. Ein Interesse an Ackmann aus Frankfurt soll bestehen, während die Situation von Ex-Main-Spieler Kunde ganz genau beobachtet wird. Diese Gerüchte könnten im Verlauf des Sommers nochmal richtig Fahrt aufnehmen.